Wir haben ein paar Kollegen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, die einfach auch schon 30 Jahre Pflege auf dem Buckel haben. Die müssen das genauso mitmachen. Ich bin noch jung, ich bin noch fit. Wir haben viele junge Kollegen. Auch für die ist es anstrengend. Aber wenn man 30 Jahre in diesem Beruf gearbeitet hat und jetzt noch 3 Stunden lang in so einem Zimmer steht, ist das natürlich unglaublich anstrengend. Und die Belastung ist maximal. Also ich betreue heute 2 Patienten. In der Regel betreuen wir auch 2 Patienten. Ich habe einen Mitte 40-jährigen Patienten, der eben eine schwere Sauerstoffaustauschstörung hat und deswegen auch in der ECMO liegt. Der liegt schon fast 30 Tage bei uns und auch inzwischen 3 Wochen an der ECMO, was halt für diese Therapieform sehr, sehr lange ist. Der andere Patient ist ein etwas älterer Patient. Auch er ist an Covid-19 erkrankt und auch er liegt jetzt seit ungefähr einer Woche hier. Was viele unserer Patienten, gerade der Covid-Patienten, auch aufzeigen, ist, sie sind männlich, sie sind ungefähr 60 plus minus 10 Jahre und sie sind alle schwer adipös. Und das ist halt auch etwas, was dann auf uns Pflegende wieder zurückfällt, weil diese Patienten sind schwerer zu mobilisieren, sie sind schwerer zu bewegen. Es ist schwerer, sie von der Beatmung zu entwöhnen, da dieser Bauch noch zusätzlich aufs Zwerchfell und auf die Lunge drückt. Und das ist halt das, was uns momentan auffällt. Haben dann die dazugehörenden Zusatzerkrankungen, ne, das sogenannte metabolische Syndrom, Diabetes, Bluthochdruck, Adipositas und vielleicht noch erhöhte Fettwerte im Blut. Jedes Mal reingehen, am Patienten arbeiten bedeutet FFP3-Maske, FFP2-Maske, Mundschuh, also Brille, Haube, gelbe Kittel. Diese gelben Kittel haben eine Plastikmembran. Hier ist Plastik mit verwoben. Es ist wie eine Folie, es ist wie ein Gewächshaus, wie eine Mini-Sauna. Nach 1,5 Stunden in diesem Zimmer ist man komplett durchgeschwitzt. Und letzte Woche hatte ich 2 Patienten, denen es schon besser ging. Die wurden mobilisiert, die müssen wir dann auch noch mobilisieren. Das heißt, aus dem Bett in den Stuhl setzen. Und dann steht man auch mal 3 Stunden am Stück in diesem Zimmer. Also es ist eine maximale Zusatzbelastung aktuell. Wir geben den Patienten jetzt noch das ist eine spezielle, also wir beatmen weiter im Prinzip ganz normal, wir geben jetzt aber noch Stickstoff dazu. Stickstoff ist ein Gas, das ja normalerweise auch in der Atemluft ist. Stickstoff in hoher Konzentration hat aber die Eigenschaft, dass der Übertritt von Sauerstoff von der Alveole ins Blut verbessert wird. Und der andere Patient hat das Problem, dass er schlecht Sauerstoff aufnehmen kann. Da hilft einerseits die Bauchlage. Wir haben ihn aber jetzt erst gestern vom Bauch zurückgedreht und wir versuchen jetzt mal mit NO, also Stickstoff, geben das zusätzlich in das Beatmungssystem mit dazu und gucken, ob er reagiert. Ich nehme jetzt Blut ab. Das ist diese BGA. Da gucken wir, wir nehmen das Blut an der Arterie oder aus einer Arterie, aus einem arteriellen Gefäß und geben es dann in so ein Kleinlabor sozusagen. Das gibt uns Aussagen über die Lungenfunktion, über ein paar Elektrolyte, wie viel Blut ist im Körper und zur ungefähren Funktion, zu einem gewissen Grad auch zur Nierenfunktion. Also das ist, innerhalb von 2 Minuten hat man da so die wichtigsten Werte und das machen wir so alle 2 bis 3 Stunden. Mit. Das Sterben auf der Intensivstation etwas anders ist. Wir haben hier auf der Station einen Raum, in dem wir die Patienten aufbahren können. Und dort können die Angehörigen im Normalfall Abschied nehmen. Und das ist ja in der momentanen Situation nicht beziehungsweise nur maximal eingeschränkt möglich. Also maximal 1 Angehöriger. Und wenn man sich jetzt vorstellt, hier sterben auch Familienväter mit Kindern, deren Eltern noch leben. Und dann in der Familie zu entscheiden, wer darf zu Papa, wer darf zum Sohn. Das sind halt auch Dinge, die uns bewegen. Wir sind mit dem Tod gut vertraut. Bei uns sterben viele Patienten aufgrund der Erkrankung.
Wir können da in der Regel sehr gut mit umgehen. Wir haben da gelernt, mit umzugehen und unterstützen in der Regel dann auch die Angehörigen. Das ist halt eine ganz andere Situation. Also es ist einsames Sterben. Die Patienten sterben allein. Und das belastet auch uns. Ich bin sehr stolz auf meine Kollegen. Die ziehen alle mit. Es sind viele Kollegen, die in Teilzeit arbeiten, die haben aufgestockt. Dahingehend unterstützen uns dahingehend, weil wir haben Personalmangel nach wie vor. Ich kann nur halt sagen, dass die Kollegen einen verdammt guten Job machen. Anders kann ich es nicht formulieren. Möchte auch nicht. Ich ziehe meinen Hut.